Los geht's! Okay. Anton dirigierte Johnny durch den Wald, dessen Schneedecke immer tiefer und dichter wurde, je höher sie kamen. Johnny vermutete, dass die Zwieselalm mit der Piste irgendwo rechts von ihnen lag. Aber sicher war er sich nicht. Hey, fahr mal langsamer! Hier führt eine Straße lang. Eine Abkürzung zwischen Dorf und Schloss. Eine Abkürzung? Was heißt denn das? Ja, aber nur im Sommer. Aha. Die Straße wird im Winter nämlich nicht geräumt. Aha. Erst jetzt fiel Johnny auf, dass die Schneise, auf der sie sich befanden, tatsächlich etwa so breit wie eine Straße war. Und unter der Neuschneedecke meinte er, so etwas wie Reifenspuren zu erkennen. Da, rechts rüber. Genau. Sicher, dass das hier noch die Straße ist? Das ist der Waldweg, der zum Totengrund führt. Was? Fahr weiter. Nach der nächsten Biegung erschien die unheimliche Kreuzung mit dem Galgenbaum. Der Neuschnee drückte nicht nur die Äste der kahlen Eiche nach unten. Er hatte auch Johnnys und Russells Snowboardspuren praktisch ausradiert. Die Schneefläche lag unberührt da. Und vielleicht fiel Russell genau darum die seltsame Erhebung auf, die sich ein paar Meter neben der Eiche unter dem Schnee abzeichnete. Was ist das denn? Das war gestern noch nicht da. Johnny stoppte den Motorschlitten vor dem Hügel. Sie stiegen ab und stapften auf die Erhebung zu. Russell versank am tiefsten im Schnee. Hey, nicht so schnell! Während Johnny vor der Erhebung kniete und mit beiden Händen den weichen Pulverschnee zur Seite wischte. Gleich haben wir's. Oh, Mann, das ist ein Auto. Was? Es ist blau. Wie Sebastians Wagen. Aber wie kommt er hierher, wenn die Straße nicht geräumt war? Vielleicht hat er die wilde Jagd gesehen. Oder die Gräfin hat ihn gelockt. Mit ihrem eiskalten Händchen. Was? Ich bin Johnny. Johnny Sinclair. Ich bin Geisterjäger.